Ich habe ja schon viele verrückte Sachen gezeichnet, aber eine Dornschrecke war noch nicht dabei. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat derjenige, der sich das von mir gewünscht hat, so eine als Haustier. Sie heißt Stibi. Naja, irgendwie doch ganz süß. Ich fühle mich derweil wie ein Naturforscher, der Bilder fürs Archiv erstellt. Hab ihr am Ende noch ein Blatt dazu gemalt, damit sie ein bisschen Farbe bekommt. So, liebe Dornschrecke, ich hoffe, du siehst deinem Vorbild ähnlich.